Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Echt Bayern. Bayern entdecken, erleben, genießen. Herzlich willkommen bei Ihrem Bayernwetter. Nach dem vorfrühlingshaft milden Samstag geht es in der Nacht auf Sonntag wieder deutlich nach unten mit den Temperaturen. Wir haben teilweise wieder leichten Frost im Süden und im Osten des Freistaats und vor allem hier in der Donau. Da können sich auch ein paar Nebelfelder bilden. Ansonsten ist der Himmel auch mal längere Zeit sternenklar. Es ziehen allerdings ein paar dünne Schleierwolken vorüber. Diese Wolken werden gegen morgen allmählich dichter und die werden sich dann vor allem in Unterfranken ausbreiten, etwa zwischen der Rhön und dem Spessart hier am Untermain. Da fängt es im Laufe des Tages auch an zu regnen, während es weiter nach Osten zu noch längere Zeit trocken und vor allem in Oberfranken auch noch oft freundlich ist. Es wird dabei ziemlich mild mit Temperaturen von 7 bis 10, in Nürnberg sogar bis zu 13 Grad. Der Wind dreht von südöstlichen auf südwestliche Richtungen, Stärke 2 bis 3 am Mittag. Er wird dann gegen Abend noch etwas stärker auffrischen. Der Blick nach Niederbayern und auch in die Oberpfalz. Da haben wir insgesamt trockenes Wetter bis zum Abend hin. Und nachdem sich die Nebelfelder an der Donau aufgelöst haben, scheint jedoch relativ häufig die Sonne. Es gibt allerdings dann zum Abend hin die allmählich dichter werdenden Wolkenfelder. Und auch hier ist es relativ mild mit Temperaturen bis an die 10 Grad Marke heran. Und der Wind dabei aus südöstlichen bis südlichen Richtungen meist mit Stärke 2 bis 3. Er kann allerdings zwischendurch mal ein bisschen böiger werden. In Oberbayern und in Schwaben haben wir vor allem nach Osten zu noch das freundliche Wetter hier an der Grenze zu Niederbayern. Da scheint noch längere Zeit die Sonne, während es Richtung Allgäu und in Teilen Schwabens dann schon stärker bewölkt ist am Nachmittag. Und hier beginnt es auch zu regnen. Wir haben es vor allem relativ mild am Alpenrand mit dem Föhn bis zu 16 Grad, aber auch sonst ein sehr milder Februarsonntag. Und der Wind dabei vor der Front aus östlichen Richtungen, dahinter frischt er böig auf und kommt dann aus Südwest bis West. Kräftiger Wind dann am Rosenmontag. Montag, vor allem an der Alpen-Nordseite noch föhnig aufgeheitert, sonst der Regen, der breitet sich am Dienstag und Mittwoch allmählich aus und dann wird es auch allmählich kälter bei uns. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Echt Bayern, wo Bayern echt und anders ist.